Space Noir und Techno New muss hier gerade irgendwas lösen. Es ist zum Kotzen. Grün! Wie sagt's denn? Das ist nicht gut. Ja, das sollte funktionieren. Okay. Juhu, echt. Da alles ist gerade eine Signallampe angegangen. Jetzt Teil. Sollte es funktionieren. Das war, wo ich hier war und überhaupt gar nicht wusste, was funktioniert. Na toll. Ich bin nein, nicht wirklich. Nicht wirklich verloren. Yay! Es wird langsam Zeit. Nein. Ob es funktioniert oder nicht, das entscheidet jetzt Jack Neo. Diese Holzplanken werden durch ein Flaschenzugsystem überlaufen. Nein, kann man nicht. Dann habe ich doch einen Fehler gemacht. Eine Karussellfahrt gefällig. Langsam verliere ich echt die Geduld des Spiels. Kann jetzt über die Schiffsteile klettern, ja oder nein? Diese Holz...
So wie sie im Moment ausgerichtet sind, sind sie ziemlich nutzlos. Okay, da muss man nochmal was machen. Ach ja, diese verfluchten Games, aber komm, die machen das Adventure erstmal richtig toll. Weiß nicht, vielleicht heißt er nicht, das ist es. Vielleicht gibt es gar nichts. Oder ich denke einfach wie ein Affe. Verdammt. Gar nicht bitte wie ein Affe denken. Ja, das haben wir mich gerade auch gefahren. So wie sie im Moment ausgerichtet sind, sind sie ziemlich nutzlos. Verdammt. Ich finde nichts mehr. Ich verstehe das nicht. Warum bleibe ich jetzt immer da hängen? Habe ich keine Lust mehr oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin so ver... Ich lasse es einfach mal, oder? Ich würde halt sagen... Ach, schau ja, an. Wenn ich die Rolle so positioniere, müsste ich die andere Seite der Werft erreichen. Schau an, wir müssen bloß die Treppe erreichen. Ja. Blöd. Gut. Zeit, unsere Ersatzbrücke auszuprobieren. Schnappen wir uns das Mädchen und hauen wir ab. Im Gleichgewicht. Ich bin immer im Gleichgewicht. Ob es der Whisky ist oder Holzplanken, das ist ganz egal. Mein Leben ist immer im Gleichgewicht. Okay, dann gehen wir mal. Egal, ob es der Whisky ist oder Holzplanken, ich bin immer im Gleichgewicht. Kindlein. Na, gehen wir erstmal raus. Das wiegt vermutlich doppelt so viel wie ich. Unmöglich zu bewegen, solange es voll ist. Verdammt, da muss man es halt leer machen, ne? Nein. Vielleicht können wir jetzt mit dem Kind reden. Hey, Kleine, ist alles okay? Gaga. Gaga. Hey, Kleine, ist alles okay? Gaga. Was anderes sagt sie nicht. Okay. Was auch immer in diesen Fässern...
Boote, die zum Glück nie zum Einsatz kommen werden. Das Holz ist schon am Verrotten und die Nägel sind komplett verrostet. Vielleicht könnte einer dieser Nägel nützlich sein. Der Rost scheint ihn noch nicht völlig zerfressen zu haben. Sieht immer noch brauchbar aus. Ich kriege den Nagel nicht raus. Hey, okay, dann habe ich den richtigen Nagel. Nagel und Fass. Ob es geht? Wenn ich ein Loch unten reinmache, kann ich es ausleeren. Wenn es erstmal leer ist, sollte ich es eigentlich problemlos bewegen können. Gut, jetzt kann ich endlich diese verdammte Werft verlassen. John. Oh, du hier? Wohin gehen? Kein spezielles Ziel. Mach den Motor an. Wir müssen schnell hier weg. Schnell? Was passiert sein? Du wieder in Schwierigkeiten? Genug gefragt. Bereite dich aufs Losfahren vor. Ich muss noch schnell was vom Hof holen und wir machen uns auf den Weg. Mir nicht gefallen. Du gehen zu Hafen ohne Mädchen und jetzt Mädchen in meine Taxi. Das ist nicht dein Taxi. Oh, du immer zu Haare spalten. Aber egal. Ist nicht normal, das finden Mädchen in Hafen. Im Hafen es gibt Fisch, Boot, Stadtstreicher. Nicht Mädchen. Im Hafen findet man alles, was übrig geblieben ist. Bis jetzt habe ich eine Leiche und ein Mädchen gefunden. Vielleicht hatte jemand anders ja mehr Glück. Du musst zur Polizei. Ich nicht will beschuldigt werden für Entführung. Wegen dir. Vergiss die Polizei und fahr. Ach, nutzlos mit dir zu sprechen. Das habe ich schon öfter gehört, aber die Leute probieren es immer wieder. Und du mir immer noch nicht sagen, wohin fahren. Jemand sucht nach diesem Mädchen. Und es sieht so aus, als würden sie dafür alles riskieren. Sie mit nach Hause zu nehmen wäre dumm. Man braucht wirklich nur ein halbes Hirn und ein Telefonbuch, um rauszufinden, wo ich wohne. Darum brauche ich einen sicheren Ort. John, du wartest hier und passt auf die Kleine auf. Jetzt, ich bin auch Babyaufpasser, oder wie? Klar, du kannst schon mal für die Zukunft üben, wenn du selbst Kinder hast. Ich schon habe Kinder, aber weit weg sind. Du hast sie in China zurückgelassen? Nein, in Detroit. Sie haben chinesisch Restaurant, haben faire Preis, auch. Sicher. Jetzt pass auf die Kleine auf, okay? Okay, dann gehen wir mal in die rote Tube. Tulpe. Red Tulpe. Greta! Verdammt, Greta, wo bist du? Wer ist da? Greta, ich bin es, Jack. Jack? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ich weiß, Greta, aber ich brauche deine Hilfe. Kannst du dich nicht entscheiden, mit welcher Marke Whisky du dir die Lichter ausschießen willst? Vergiss den Alkohol, mach die Tür auf. Erst sagst du mir, was du hier mitten in der Nacht schreist. Mach auf und ich sag's dir. Die Tür bleibt zu, bis du mir einen wirklich guten Grund gibst, sie zu öffnen. Was war das für ein Geräusch? Der Grund für meine nächtliche Störung. Das war doch ein Kind. Was ist hier los? In was für eine Geschichte bist du jetzt wieder reingeraten? Lass mich rein und ich erzähle dir die ganze Geschichte. Während ich die ganze Chose erzähle, versorgt Greta meine geplatzte Lippe. Der Affe am Hafen hat mir fast den Kiefer rausgedroschen. Ich erzähle ihr von Sean, dem Mädchen und warum ich hergekommen war. Nachdem ich sie überzeugt habe, stimmt sie zu, sich um das Mädchen zu kümmern. Als sie damit fertig ist, meine Wunde zu reinigen, bringt sie das Mädchen nach oben und lässt freundlicherweise eine Flasche Whisky auf dem Tisch stehen. Ungeachtet dessen, dass meine Lippe wieder anfangen könnte zu bluten, schütte ich ein paar Gläser herunter. Ich muss mich entspannen. Und nichts entspannt mich besser als ein guter Whisky.
Komm schon. Wach auf. Wir müssen an Bord gehen. Schiff. Stimmt. Wir müssen ein Schiff erwischen.